Aha, hier sind die Pillager. Ich sehe sie schon kommen. Diesmal habe ich auf ihr Tröten geachtet. Kommt doch zu mir. Jetzt gehen die schon wieder in die Höhle rein. Sag mal, hackt's bei euch eigentlich? Ja. Verbleibende Räuber 2. Oh, der kommt zu mir in die Höhle runter. Nett. Falsche Nacht. Ob ich hier raus starten kann, ohne zu sterben. Ich fürchte fast nicht. Ich glaube, du kannst da raus sterben, ohne zu starten. Ja, das kann ich bestimmt. Aber riskieren werde ich es nicht. So, nächster Räuber. Da ist er doch, oder? Sag mir nicht, ich muss den jetzt auch noch suchen. Du musst den jetzt auch noch suchen. Ah, hier ist eine Höhle drin. Ich wusste doch, es ist eine gute Idee, in Höhlen zu suchen. Die haben wohl eine Vorliebe für Höhlen. Sind nämlich zurückgebliebene Höhlenmenschen. Genau. So, wo kommt jetzt der nächste Horn her? Wieder von da drüben. Und da ist auch dieses fette, fette Viech. Du? Die kommen aus dem Schnee. Hey, das hat einen Baum kaputt gemacht. Jetzt reicht's aber. Aha. Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Aha. Und die Pillager machen mich gleich kaputt. Hier kommen schon Monster. Ich kann jetzt leider nicht schlafen. Ist aber schlecht. Du wolltest in der Nacht davor auch nicht schlafen, dann ist ja jetzt kein Problem. Doch. Weil ich bin im Wald. Auch. Und hier kommen noch Monster. Jetzt bin ich in unserem Haus. Fast. Ah, dann kann ich ja zum Bett. Also, aber ich muss noch zwei Räuber abmurksen. Ach so. Das kann ich doch auch am nächsten Morgen machen, oder? Einer ist in unser Grundstück reingesprungen vom Berg aus. Das ist Hausfriedensbruch. Das wird zur Anzeige gebracht, unverzüglich. Jetzt muss ich... Oh, Überfall, Sieg. Das war's schon. Okay. Das war ein sehr nerviger Überfall. Die geografischen Gegebenheiten waren suboptimal. Alter Ruckels hier. Es wird gefühlt immer schlimmer. Nicht nur gefühlt. So. Eigentlich wollte ich nur was zu essen holen. Das Essen habe ich jetzt während dem Kampf schon wieder fast verbraucht. Kannst du mir auch was mitbringen? Wenn wir noch was haben, ja. Ich hätte gerne ein Happy Meal. Das haben wir nicht. Schade. Ausnahmsweise würde ich auch Steak nehmen. Haben wir nur 11 Stück. Wie sieht's mit Hühnchen aus? 11. Wir haben nur noch gebratenes Hammelfleisch. Das will ich nicht. Aber das ist das einzige Fleisch, was wir haben. In großen Mengen. Fisch kann ich noch anbieten, 5 Stück oder so pro Sorte. Ne, ich habe jetzt alles mal dabei und das teile ich auf. Aber ich vermehre mal die Kühe, wenn ich schon dabei bin. Damit wir bald wieder Steak haben. Steak? Da wäre ich dabei. Ich auch. Da wäre ich gleich dabei. Wer hat das ganze Weizen einsortiert? Okay, ich vermehre die Kühe doch nicht. Wer hat das Weizen was? Einsortiert. Ich glaube, ich habe das einsortiert. Jetzt bin ich zum Farmturm gegangen, da ist kein Weizen. Jetzt will ich nicht nochmal zurückgehen. Aha. Aha. Das kann man nächstes Mal auch machen. Wir bauen eine Hühnermaschine. Wenn du das der Performance antun möchtest. Das tue ich der Performance gerne an. Ja, ich weiß ja nicht. Das kann man auf Knopfdruck. Bald in 10 FPS hochladen. Ja, dann siehst du, dann sparen wir uns Bandbreite. Oh ja. So, wo bist du? Oha.
Aber ein gewaltiger Wald schon. Wortwörtlich gewaltiger Wald. Mhm. Bleib mal stehen. Nö. Aber ich bringe Essen. Ich dachte, du willst mich umbringen. Nee, ich will dich Essen versorgen. Dankeschön. Git, das alte Zeug muss ich jetzt essen. So, das ist von Alter, anderen, warum so viel unterschiedlich? Ich habe nicht mal so viel Platz. Du willst doch Steak haben und Hühnchen, ja, jetzt ich, anstatt Hammelfleisch. Ich finde auch Hühnchen besser. Vielleicht baue ich jetzt einfach die Hühnermaschine. Ich finde Steak am besten. Ja, der Rest aber eine Hühnermaschine ist sehr einfach zu bauen. Ja. Und ist sehr amüsant. Ja, das stimmt. Eigentlich, wir sind doch hier noch eine Weile. Ja. Ich baue die einfach hier. Oh, wir können quasi ein Hühnermobil bauen. To go, das können wir einfach dann abbauen und dann wieder woanders aufbauen. Einfach. Ja, das muss ja nichts Großes werden. Das muss ja auch nicht in den Boden integriert sein oder so. Das können wir ja einfach so in die Luft schwebend bauen. Toll. Und was ist mit der automatischen TNT-Option? Die gibt's nicht, weil wir rennen dann rein mit Looting-Schwertern, Alter. Dann kriegen wir viel mehr raus. Hm. Dann ist ja wirklich nicht so aufwendig zu bauen. Ja. Wir brauchen ja, nicht mal Trichter. Doch, wir brauchen Trichter für die Eier. Doch. Ja. Ja, dann gehe ich nochmal zurück und hol das Baumaterial. Okay. Haben wir überhaupt so viel Eisen? Weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Ja, wenn du das meinst. Also. Ich habe in Erinnerung, dass wir mal wenig hatten, dann war einer von uns in der Höhle und dann hatten wir wieder etwas. Aber ich weiß nicht, ob wir inzwischen wieder wenig haben. Du kannst auch, wenn du eh schon da bist, du hättest eine Schallgartruhe mitnehmen können. Ne, jetzt ist egal. Für dann gehe ich selber rüber. Wir brauchen ganz viele Blätter. Blätter? Ja, für diesen Bodenstrauchgewächszeugs. Ach so. Und zwar Eichenblätter. So, Eisen. Oder haben wir eine Trichtertruhe? Ja. Also, nee, die müssten bei, vielleicht sind sie bei Redstone-Utensilien dabei. Vielleicht haben wir auch eine Trichtertruhe. Nee. Und wo wäre die dann bei Ausrüstung? Ja. Ich bezweifle aber, dass wir überhaupt Trichter übrig haben. Selbst wenn wir eine Truhe dafür haben. Auch. Wir haben zwei TNT-Truhen. Oha. Einmal bei Ausrüstung, einmal bei Redstone und in beiden ist was drin. Dann würde ich es hier bei Redstone wieder wegmachen. Weil Ausrüstung finde ich sinnvoller. Ja. Wie viel Trichter brauchen wir? 9? 9? Jetzt, das wäre ein bisschen lächerlich, oder? Oder 16? Ich würde 25 sagen. Oder 36. Ich wäre für 36. So viel können wir, glaube ich, gar nicht machen. Das ist eine Möglichkeit. Mal. Ja, guck mal, wie viele. Die Trichter. Mit Truhen. Ein. 8 Truhen brauche ich auch noch. Die gibt's hier. Hier. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich alles Eisen habe. Ah. Ich weiß halt nicht, ob es eine gute Idee ist, all unser Eisen dafür auszugeben. Doch, das ist eine sehr gute Idee. Mach Dann das. Darfst du Eisen holen gehen, sobald wir keins mehr haben. Wir können 41 machen. Mach 36. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ja, ja, ich gehe nicht Eisen holen. Will ich nur jetzt schon mal anmerken. Pff, ich auch nicht. Dann haben wir bald ein Problem. Jetzt haben wir nämlich nur noch 26 Eisen. Das reicht. Wahrscheinlich schon, man braucht das für eh nichts. Ja, er braucht schon Eisen. Außerdem haben wir noch was, was wir aus unserer Deko abbauen können. Ja. Heißt, wir könnten noch mehr Trichter machen. Nein, weil dann wird es nicht mehr symmetrisch. Doch. Nicht quadratisch. Sicher, oder? Aber es gibt doch. Wie viele können wir machen? Ich weiß nicht, wenn wir unsere Eisenblöcke abbauen, bestimmt noch. Ach, einige. Die Eisenblöcke? Ja. Ne. Also, jetzt geht's aber los. Dann können wir ganz viel machen. Die Eisenblöcke bleiben da, wo wir sind. Okay, was brauchen wir noch?
Ein Werfer, den mache ich gerade. Aha. Und ansonsten. Truhe oder Truhe? Eigentlich schon mit Truhe, oder? Ja, doch, eigentlich schon, doch. Weil dann kannst du dich oben mal hinstellen, kannst reinschlagen, einfach alle weg. Dann nehme ich mal, wie viele Truhen? 2 Doppeltruhen, eine Input, eine Output, oder? Input, oder Output. Ne, wir machen mal. Machen wir mal 4 Doppeltruhen, eine Input und 3 Output. Warte, was? Eine Input? Ja, da kann man ganz viel Eier reinschmeißen. Oder willst du nur mit einem Ei anfangen? Eigentlich würde ich gerne mit einem Ei anfangen, aber in Betracht unserer gerade Situation hier hätte ich eigentlich schon Lust, mit ganz vielen anzufangen. Ich auch. Haben wir eine Eiertruhe? Wir haben eine Eiertruhe, ja. Die müsste beim Essen sein, oder? Ich suche gerade, aber ich finde sie nicht. Vielleicht haben wir keine Eiertruhe. Vielleicht sind Eier aber auch bei Loot. Das kann auch sein. Ja, stimmt. Nö. Aber das kann es ja auch nicht sein. Keine Eier. Irgendwo müssen die doch sein. Wir können doch nicht gar keine haben. Also die sammelt man ja immer mal wieder auf. Obwohl wir schmeißen die immer rum. Ich geh einfach zur Hühnerfarm, da ist bestimmt viel. Ja. Wir haben tatsächlich keine Truhe. Aber ich habe ein Schild übrig, das könnte ich. Ja, aber dann beim Essen oder beim Loot? Beim Loot haben wir keinen Platz, also beim Essen. Ja. Nenne ich auch instinktiv sowieso. Kommt neben gesagt. Die Hühnchen. Eier. So. Da habe ich neulich oha einen Huhn entwischt. Ich habe doch nur ganz kurz den Stall geöffnet. Wo sind denn die ganzen Hühner hin? Ich glaube, ich habe die dezimiert. Auf 4 Stück und jetzt sind es nur noch 3, weil eins entkommen ist. Und ja, und gibt es da jetzt überhaupt Eier? Ja. 5 Eier. Ich habe neulich drüber nachgedacht, wenn man einen Schnitzel paniert, tut man das doch in Eier tunken. Und wenn du dann Putenschnitzel panierst oder Hähnchenschnitzel besser gesagt, tust du einfach die Mutter in ihrem ungeborenen Kind wälzen. Ja. Ja. Richtig brutal. Aber lecker. Das stimmt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Trichter, Kisten, wir brauchen was zum drumherum bauen, Glas. Blöcke? Ja. Ja, oder? Ja, ja, ja. Und wir brauchen noch einen Wasseraufzug. Ein Wasseraufzug? Ja. Ein Wassereimer habe ich dabei. Warte mal, wir brauchen doch mehr Trichter als nur für den Boden, oder nicht? Oh ja. Wobei, ja. Nee. Ja, was jetzt? Also je nachdem, wie wir es bauen, wir brauchen ein paar mehr. Machen wir nochmal, warte, wie groß wird es? Wir machen nochmal, mach nochmal 2 Trichter mehr. Das muss reichen. 2? Ich hoffe, das reicht, aber ich glaube schon. Oder sag ich mal 3? Ich bin 4. Ich bin optimistisch, dass 2 reichen. Jetzt ist die Frage, was wollte ich denn jetzt noch holen? Ach, wir brauchen noch einen Dropper. The Dropper. Wie heißt denn der? Bänder? Spender, ja, Spender. Bänder. Was ist da drin? Ach, okay. Ich kenne nur Dispenser und Dropper. So heißen die. Das ist auf Deutsch, das kann ich irgendwie gar nicht zuordnen, welches ist. Spender, der spendet Geld. Schön wär's. Der Werfer, der wirft's dann weg. Ich hab noch nicht mal den Werfer gemacht. Vielleicht soll ich den auch noch machen. Bauen wir das aus Truppenholz, das haben wir ja schon drüben. Wir bauen das aus Glas. Aber doch nicht komplett aus Glas. Doch. Ja gut, dann werden wohl 3 Stacks reichen, oder? Ja. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen Tropenholz bauen. Wir könnten sie auch schön bauen, wenn wir es schon bauen.
Ja, und genau das ist das, was ich vorhin meinte. Das wird nicht portabel. Doch, das alles ist portabel, wenn du genug Zeit hast. Das stimmt. Also bauen wir kurz unser ganzes Haus ab und weg wieder auf. Aber mit unserem Berg, den nehmen wir mit. Genau. Der passt wunderbar zu unserem neuen Vulkan. Okay, warte, haben wir den Vulkan wieder ab wir brauchen noch unserem Bergvulkan. Genau. Wir brauchen noch eine Redstone Clock. Ich gehe schon mal rüber. Ja. Ich baue schon mal den Trichterboden. Ja. Ist nicht Nacht? Ja. Sollen wir dann erst schlafen? Kann schon machen, ich bin im Nether. Nö, ich will nicht hier schlafen. Dann schlafen wir nicht. Ich schlaf drüben. Aber bis du drüben ist wieder Tag. Was? Ist schon fast wieder Tag oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt im Nether. Du brauchst noch ewig. Ach so. Dachte, du musst noch die Redstone Clock zusammensuchen. Nö, nur die Utensilien, die habe ich doch. Wir haben alles schön sortiert. Ich habe das geschwind geholt und jetzt bin ich gleich durch das Netherportal durch. Ja, ich nehme mich auch. Muss mal mein Bett wieder herstellen. So. So. Würde vorschlagen, das Ding. Dachte, hier geht's irgendwo einen Block runter. Hier gibt's ganz viele Blöcke runter. Ich würde sagen, wir bauen es einfach hier in der Ecke. Aber halt in der Luft. In der Luft? Quasi, ja, das haben du mal schon gemacht. Gesagt, ja, aber schwebt. Aber wenn wir es schön bauen, dachte ich mir, dann können wir es eigentlich auch wirklich schön bauen. Oh Gott. Und dann kann man es auch. Das geht wieder los. Es dauert jetzt den Rest der Aufnahme, nur dass wir es dann in zwei Aufnahmen wieder. Doch, das dauert den Rest der Aufnahme. Doch, 100 Pro. Doch. Wir bauen das hier. Nur noch eine Stunde. Ja, nur noch eine Stunde, Alter. So lange brauchen wir nicht für eine Hühnermaschine. Das glaube ich jetzt. Ja, das glaube ich jetzt. Glaube ich auch später noch. Ich glaube gar nichts. Wie groß, wo kommt das jetzt hin? Hier so? Die Mitte wird hier sein. Die Mitte? Ja, okay. Und dann 6x6, oder nicht? Ah ja, dann gibt es ja gar keine richtige Mitte. So. Das sind ja, 4. Okay. So. Oha. Pfusch. Ah ne, da ist eine Höhle. Ich habe keine Erde mehr. Okay, und dann brauchen wir aber noch... Wo ist denn der Ausgang, wo die Trichter rauskommen? Hier. Da hinten. Es gibt leider keine Mitte, aber das ist egal. Das heißt, wie macht man das? Man baut zuerst den Trichter, wo es rauskommen soll? Warte mal. Und dann bau mal... Oder kann man das in beide Richtungen bauen? Nee. Bau mal... Bauen, ne? Oh, das war nix. Kann den Trichter... Ja, so, da dran. Hin, genau. Es können ja mehrere Trichter in einen gehen, ne? Ja. Ich würde es einfach eine Linie und dann zur Seite weg. Ja. Das war der Plan. Jetzt ist der Trichter da rein. Jetzt liegt der Trichter. Hier. Wunderbar. Wann kommt's? Alles da. Ist da drin? Ich dachte, es wird rausgeschmissen. Nee, dazu bräuchte man die Glocke zuerst. Dann würde ich jetzt sagen, dann können wir das noch ein bisschen schick machen. Mit Holz. Und da das Glas quasi auf bis auf Bodenhöhe geht, genau. Dann kommt hier Holz. Unter den Pfosten muss man auch machen. Oder? Muss was? Man? Nee, muss, nö, man, muss man nicht. Nee. Aber machen wir trotzdem. Wenn ich hier schon ist, ist egal. So. Oh, ich habe den Clear Glas nicht drin. Ich glaube, ich hatte den schon seit Monaten immer drin. Wenn ich ehrlich sehr bin. Sehr schlecht. Es gibt ein Dislike. Aber jetzt mache ich es wieder rein, das heißt, es gibt wieder ein Like. Ah. Was ist denn das? Aha. Ein Test, ob du aufpasst, was ich baue. Ah, okay. So wie okay. Die Deutschlehrer früher immer. Ja. Die einen testen wollten. Genau.
dieser blöde Zombie irgendwo unter der Erde, der nervt mich voll. Ja, mich auch. Ich kann hier das Glas einfach drüber bauen, oder so? Ja. Halt, stopp. Gut, wir brauchen auch noch irgendwo eine Tür. Hast du noch Glas? Bauen wir hier so eine Säule. Hier? Ja. Also, dass hier Wasser in der Mitte runterlaufen kann. Ach so. Ja. Wie hoch? Das Wasser würde dann auf der Höhe hier lang fließen. Das reicht doch eigentlich. Ja, eigentlich reicht das schon, ja. Weiß ich dann so. Und dann... Ja. Aber... Wenn schon, dann auch richtig. Wie viele Wassereimer hast du? 2. Dann füll mal eins nach dem anderen weiter auf. Nicht ganz oben. Von unten nach oben. Immer in die Wand dann, oder wie meinst du? Ja. Aber... Warte mal. Was denn? Das haben wir mir nicht so ganz durchdacht, weil das muss ja in den Dispenser hier rein. Oh Mann! Ja. Oh Mann! Und das heißt, zu dem Dispenser muss erst noch Trichter. Und der Trichter, da muss das ja von oben reinfallen. Das heißt, es muss doch noch eins höher. So, aber wir haben keinen Trichter. Oh. Du hast gesagt, wir brauchen nur 2. Dann machen wir das anders. Nimm mal dein Wasser wieder raus. Ich habe keine Eimer mehr.